Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Du wirst jetzt gleich eine Audiospur von einer Podcast-Folge von mir hören. Da geht es um das Thema Einwandbehandlung, speziell um den Einwand zu teuer. Ich werde natürlich dort ein Beispiel geben, wie du einen Einwand entkräften kannst, aber mir ist es viel, viel wichtiger, in dieser Audiospur ja mal auf so 7 fundamental wichtige Erkenntnisse einzugehen, die ich ja in den letzten Jahren hatte und die ich immer wieder ja bei Startern im Network Marketing sehe, worauf du bei der Einwandbehandlung auf jeden Fall achten musst und warum ja manche ja von ich sag mal Ergebnis zu Ergebnis laufen, während andere arbeiten wie besessen und nicht vorankommen. Und ich hoffe, dass dir auch heute wieder, ja, dass du Inspiration bekommst, dass du Input bekommst, dass du aber auch ja die nötigen Informationen bekommst, die du dir erhoffst. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Audiospur und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Also alles Gute, ja, und falls du kein Video verpassen möchtest, findest du unterhalb des Videos die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft ist jetzt Podcast, dem Podcast für mehr Inspiration, Motivation und Praxistipps für dein Network-Marketing-Geschäft. Mein Name ist Oliver Schirmer und ich freue mich, ja, dass du heute hier wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Einwandbehandlung, speziell um den Einwand zu teuer. Ich möchte aber hier weniger jetzt auf die Möglichkeit eingehen, wie du den Einwand entkräften kannst, sondern ich möchte gerne auf ein paar fundamentale Themen diesbezüglich eingehen, auf ein paar Erkenntnisse, die ich im Laufe der Zeit für mich da zum Thema Einwandbehandlung gewonnen habe. Werde dir dann aber natürlich auch noch ein Beispiel geben, wie du den Einwand zu teuer oder ich habe ein günstigeres Angebot etc. Dann doch entkräften kannst. Aber mir ist es ganz wichtig, auf diese 7 Punkte mal einzugehen, weil Skripte, Einwandbehandlungen findest du, wenn du ja eine Google-Suche machst, findest du haufenweise, ja. Wahrscheinlich hat auch deine Upline oder dein Unternehmen Skripte für dich, die du nutzen kannst, wo Einwandbehandlungen drin sind. Also das ist heute nicht mehr das Thema, die korrekten Formulierungen zu finden. Das Wissen steht dir alles zur Verfügung. Ich möchte gerne mal einen Schritt davor anfangen und mal auf ein paar wirklich wichtige, fundamentale Themen eingehen. Ja? Auch wenn jetzt zum Beispiel in meinem Bereich der Einwand, ich habe ein besseres Angebot, andere sind günstiger, das ist zu teuer, etwas seltener vorkommt, so ist es trotzdem so, dass es natürlich auch in unserem Bereich mal Anbieter gibt, die günstiger sind, ja, zumindest auf den ersten Blick, ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor, es gibt ja immer jemanden, der es günstiger macht, ja. Und manchmal bekomme ich dann auch Mails, ja, zu diesem Thema, in dem ich dann um eine Einschätzung zu diversen Angeboten befragt werde, dass ich da einfach mal meine Einschätzung abgebe, ja, und deswegen möchte ich jetzt einfach mal dann drauf eingehen, was du tun kannst, wenn du ja zum Beispiel ein Produkt hast, wie wir, das gleich ist für alle, wo es sich nur vom Preis unterscheidet, ja, und wenn eben der Einwand zu teuer auftaucht, ne? Gut, also wichtig ist mir an dieser Stelle, wie gesagt, jetzt nicht die einzelnen Formulierungen und Skripte, sondern ich sag mal eher die Einstellung zu dem Thema dazu. Und da möchte ich gerne mal kurz auf 7 Punkte eingehen. Ja? Erstens, im Network Marketing kannst du ja auf 2 Wegen erfolgreich werden. Ja, zum einen, du kannst in die Kundengewinnung gehen und kannst dir quasi einen Kundenstamm aufbauen. Das heißt, du gewinnst neue Kunden. Und der zweite Weg ist, du baust ein Vertriebspartnernetzwerk auf. Meine Empfehlung ist immer, mach am besten beides. Ja, so und wenn du dann so deinen Weg gehst, dann geht es ja dann darum, auf diesem Weg die richtigen Aktivitäten, ich sag mal immer auf die richtige Art und Weise durchzuführen. Ja? So, häufig
denken die meisten Menschen dann an irgendwelche Skripte, Formulierungen und so weiter, übersehen aber eine Sache dabei, die ganz, ganz wichtig ist und die sehr, sehr häufig übersehen wird, ja. Das ist die eigene Persönlichkeit, ja, weil auch wenn du die richtigen Worte, wenn du die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise tust, ja, dann führt es trotzdem nicht immer zum gleichen Ergebnis, ja. Bleib kurz bei mir, ich erkläre dir, was ich meine. Nehmen wir mal zwei Verkäufer, ja, oder zwei Networker, ja. Die sind im gleichen Team, die haben beide die gleichen Skripte, die haben beide die gleichen Leitfäden, sind im gleichen Markt tätig, gleiche Produkte, haben vielleicht auch identisch große Teams. Also gehen wir mal davon aus, alle Voraussetzungen sind identisch. Und trotzdem, und das Phänomen kennst du sicherlich auch, ja, hat der eine Verkäufer hervorragende Ergebnisse, schreibt Rekord um Rekord, ja, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, und der andere, der kommt nicht vom Fleck, obwohl er wie ein Besessener arbeitet. So, und jetzt ist meine Frage an dich, woher kommt das oder woran liegt das? Ja? Meine Antwort darauf, beziehungsweise meine Erkenntnis, ist, die Person, die nicht vorankommt, die arbeitet an den falschen Dingen. Klar, manchmal dauern die Dinge auch einfach etwas Zeit oder brauchen Dinge etwas Zeit, bis man Ergebnisse sehen kann. Ja? Aber häufig geht es eher darum, die Skripte besser zu formulieren, vielleicht noch mehr auf die Techniken Wert zu legen. Aber es geht selten darum, beziehungsweise die Menschen sehen das dann nicht, dass es um die Person selbst geht. Ja, dass es darum geht, absoluten Glauben an sich, an sein Produkt aufzubauen. Ja, es geht darum, ob du morgens aufstehst, voller Begeisterung in den Tag startest, ja, einfach drauf loslegen willst oder ja, eben halt nicht, ne? So, und das führt mich dann einfach zu, dieses persönliche Wachstum, ja, eine Person zu werden, der man vertraut, das führt mich dann zur zweiten Erkenntnis, ja, nämlich Menschen folgen Menschen und Menschen kaufen von Menschen, ja, und du kannst die gleichen Skripte verwenden, du kannst die gleichen Dinge tun, ja, aber wie gesagt, wenn dir das, was ich eben angeführt habe, wenn dir das fehlt, ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht den maximalen Erfolg haben können, den du haben könntest, ja, wäre es wirklich immer nur der Preis, auf den es ankommt, ja, um mal bei Einwandbehandlung zu teuer zu bleiben, ja, dann gäbe es in jeder Region nur eine Tankstelle, nämlich die Tankstelle, die am günstigsten ist. Es gäbe auch nur einen Friseur, nämlich der am günstigsten die Haare schneidet. Und es gäbe auch nur eine Automarke, nämlich die Autos am günstigsten verkauft. Ja, aber trotzdem existieren ja alle am Markt und häufig geht es sogar den Automarken, den Friseuren, den Tankstellen deutlich besser, die höheren Preise haben, ja. Und da muss man sich ja dann auch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Da komme ich auch später noch dazu, ja. Also halten wir fest, es gibt immer jemanden, der vielleicht eine Sache etwas besser oder etwas schlechter macht, der es etwas günstiger macht, ja. Und es geht aber viel, viel mehr darum, ja, was Menschen ja in dir, in deinem Produkt sehen, welchen Mehrwert du ihnen persönlich bietest, ja, wie um den Preis, ja. Und das führt mich quasi dann zu Punkt 3, ja. Wenn jemand zu dir sagt, zu teuer, dann stellt sich doch die Frage, im Vergleich zu was ist es zu teuer, ja. Wenn jemand zu dir sagt, das Produkt ist zu teuer, dann wurde mit allergrößter Wahrscheinlichkeit der Nutzen der Dienstleistung des Produkts oder des Geschäfts einfach nicht richtig oder zu wenig kommuniziert. Ja? Der Kunde versteht einfach noch nicht, warum er bei dir Kunde werden sollte. Ja? Vielleicht hast du aber auch zu viel über Eigenschaften des Produkts gesprochen und weniger darüber, welche Vorteile der Kunde hat. Ja? Du solltest immer darüber kommunizieren, was der Kunde davon hat, ja? Wenn er bei dir Kunde wird, ja? Wenn er das Produkt erwirbt. Ja? Was sind die Vorteile? Ja? Nicht die Eigenschaften des Produkts. Für die einen, ja, ist oder viele denken, der Preis ist entscheidend, ja. Aber manchmal ist es einfach viel, viel wichtiger für Menschen, einen verlässlichen Partner diesbezüglich an der eigenen Seite zu haben, ja, der vielleicht dauerhaft stabile Preise bietet, auf den man sich verlassen kann, der zuverlässig ist, ja.
Nehmen wir mal den Bereich Strom und Gas. Mal angenommen, ein Kunde wechselt zu einem Anbieter, der wirklich konkurrenzlos günstig ist. Die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass die Preise früher oder später angepasst werden müssen, weil letzten Endes muss ja ein Unternehmen auch wirtschaftlichen Erfolg haben und an einem Kunden etwas verdienen. Ja? Und vielleicht hat der Kunde auch eine Preisgarantie, ja, aber nach Ablauf, ja, ist doch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Preis erhöht wird. Vielleicht wird das sogar unverschämt hoch erhöht. Und klar kann der Kunde dann wechseln oder hat ein Sonderkündigungsrecht. Aber was ist denn, wenn die Bonität zu dem Zeitpunkt nicht mehr passt? Was ist, wenn der Kunde aufgrund seiner Bonität jetzt gar nicht mehr wechseln kann? Ja, dann zahlt er mehr, als er müsste, nur weil er im Prinzip, ich sag mal, vielleicht einem Lockvogelangebot gefolgt ist. Das ist aber nur ein Beispiel von vielen. Ja? Also viel wichtiger als der Preis ist, dass du für dich einfach lernst, deinen Nutzen richtig zu kommunizieren, den Nutzen des Produkts zu kommunizieren, die Vorteile, die Mehrwerte hervorzuheben, die der Kunde ja hat, wenn er ja mit dir zusammenarbeitet. Ja? Das ist viel, viel wichtiger. Deshalb notier dir mal die folgenden Fragen und finde mal Antworten auf die Fragen, nämlich welchen Mehrwert bietest du im Vergleich zu anderen? Welchen Mehrwert bieten deine Produkte, deine Dienstleistungen im Vergleich zu anderen? Welchen Mehrwert bietest du deinen Kunden im Vergleich zu anderen? Ja? Welchen Mehrwert bietet dein Partnerunternehmen, ja, im Vergleich zu anderen? So, und wenn du die Antworten auf diese Fragen hast, ja, dann kannst du entspannt mit Einwänden umgehen. Dann wirst du feststellen, Einwände sind gut, ja. Einwände wie zum Beispiel zu teuer, wenn die von einem Kunden kommen, ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, weil Einwände zeigen zunächst einmal einfach nur, dass der Interessent grundsätzlich Interesse hat, ja, dass er sich mit dir, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung beschäftigt hat, ja. Einwände bedeuten in der Regel, wenn sie ehrlich gemeint sind, ein grundsätzliches Interesse. Ja? Und das ist dann für dich nochmal die Chance, wenn du, wie gesagt, die Antworten auf die Fragen von eben gefunden hast, nochmal dem Kunden Impulse zu geben und ihm die Vorteile deiner Zusammenarbeit schmackhaft zu machen. Ja? Es gibt Einwände, da kannst du fachlich argumentieren, ja. Dann gibt es aber Einwände wie zum Beispiel zu teuer. Da ist der Einwand, da kannst du fachlich gesehen jetzt nicht wirklich was entgegensetzen, zumindest nicht, wenn es sich ums gleiche Produkt handelt, ja. Bei Strom, Gas oder Wärme ist ja zunächst mal für alle gleich, aber dennoch gibt es Unterschiede, ja. Und es gibt Möglichkeiten, wie du ja, Menschen trotz des Argumentes zu teuer, ja, von dir und deinem Produkt überzeugen kannst. Ja. Erkenntnis Nummer 5. Wer über den Preis verkauft, wer sich über den Preis definiert, der verliert. Ja. Und ich sehe das gerade bei Menschen, die neu ja, starten, ja, dass die sich sehr häufig abhängig davon machen, ob sie dem Interessenten ein günstigeres Angebot erstellen können oder nicht. Die machen ihren Erfolg ja ein Stück weit vom Preis abhängig, ja. Und die fixieren sich so stark dann, ob der Kunde eine Ersparnis hat oder nicht. Die fixieren sich so sehr auf den Preis, dass sie ganz andere Vorteile, die sie vielleicht ins Spielfeld werfen könnten, ja, gar nicht feststellen, weil vielleicht gibt es ja ein Produkt im Portfolio, das viel besser auf die Interessen und Ziele des Kunden passt oder was viel eher der Person entspricht, für das er vielleicht sogar auch bereit ist, entsprechend mehr Geld zu zahlen. Ja? Vielleicht gibt es exklusive Leistungen bei dir, bei deinem Partnerunternehmen, die der Kunde nur dann bekommen kann, wenn er das Produkt über dich bezieht. Ja, vielleicht gibt es Exklusivprodukte, die der Kunde nur bei dir bekommt. Ja, aber diese Optionen, die sehen die Menschen dann häufig gar nicht, weil sie so sehr sich auf den Preis fokussieren. Ja, weil sie sich so sehr oder weil sie ihren Verkaufserfolg vom Preis abhängig machen. Ja, dass sie die anderen Möglichkeiten halt einfach gar nicht wahrnehmen oder halt nur bedingt wahrnehmen. Ja, der Berater, der sich über den Preis definiert, der verliert. Ja, wenn du zu einer Tankstelle gehst, dann wird die niemals ihr Preismodell über den Haufen werfen, nur weil dir jetzt der Preis heute zu teuer ist. Wenn du zu einem Starkünstler gehst, ja, dann wird der den Preis von einem Bild nicht deshalb reduzieren, weil es dir zu teuer ist.
Ja, egal wo du hingehst, keiner wird das Preismodell deinetwegen ändern. Und ich hoffe, ja, du kannst nachvollziehen, was ich meine. Ja, wie bereits erwähnt, es gibt immer jemanden, der es günstiger macht. Der Friseur A ist günstiger als Friseur B. Tankstelle A ist günstiger als Tankstelle B. Automarke A ist günstiger als Automarke B. Ja, und deswegen musst du dir einfach folgende Frage beantworten: Warum bist du? Warum ist dein Produkt? Warum ist deine Dienstleistung, warum ist dein Geschäftsmodell denn preiswert? Ja, wenn du die Antwort auf diese Frage hast, ja, dann musst du gar keine Preise verhandeln, ja, sondern du kannst deine Preise auf einer vernünftigen Argumentationsbasis verteidigen. Und das ist Erkenntnis Nummer 6. Verhandle niemals deine Preise, sondern verteidige sie. Ja. Wenn du dich auf Preisverhandlungen einlässt, dann verlierst du meistens. Ja? Weil letzten Endes geht alles immer dann von deiner Marge ab, von deiner Provision ab. Entsteht meistens immer ein Nachteil zu deinen Lasten. Ja? Und deshalb solltest du ja, niemals Preise, die du festsetzt, wenn du denn sie selbst festsetzen kannst, verhandeln, sondern du solltest immer ja argumentieren können, warum es die Preise auch wert sind. Ja, dann oder beziehungsweise und dazu noch eine kleine Ergänzung: Du solltest darüber nachdenken, wie du anstelle Preise zu reduzieren Mehrwerte bieten kannst, ja, so dass dein höherer Preis gerechtfertigt ist. Ja. Siebte Erkenntnis, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, mangelnder Glaube ist oft die Ursache für eine schlechte Einwandbehandlung. Ja, meistens haben gerade die Verkäufer oder die Networker kommen häufig oder treffen häufig auf Menschen, die ihnen günstigere Angebote präsentieren, die selbst das Preisproblem haben, ja, die sich so sehr darauf fokussieren, der günstigste sein zu müssen, dass sie immer wieder Situationen und Kunden in ihr Leben ziehen, die ihnen genau das widerspiegeln, ja. Und wenn du ein schlechtes Gefühl hast, wenn du nicht den besten Preis bieten kannst, oder wenn du immer wieder auf Kunden triffst, die dir bessere Preise präsentieren, ja, als du aktuell bieten kannst, dann könnte das eventuell aktuell auch auf dich zutreffen. Ja? Wer an sich und seine Produkte glaubt, der strahlt es aus. Und wer an sich und seine Produkte glaubt, der wirkt überzeugender und der hat dann schlussendlich auch mehr Erfolg. So, das einfach mal zu dem Thema Einwandbehandlung im Allgemeinen vorweg. Und jetzt noch mal, möchte ich noch mal kurz auf den Einwand zu teuer eingehen, nämlich wie kannst du darauf reagieren? Also erstens ist, dass du dir die Fragen beantwortest, welchen Mehrwert bietest du im Vergleich zu anderen? Welchen Mehrwert bieten deine Produkte, deine Dienstleistungen im Vergleich zu anderen? Welchen Mehrwert bietest du im Vergleich zu anderen? Welchen Mehrwert bietet dein Partnerunternehmen im Vergleich zu anderen? Und ganz wichtig: Warum bist du es wert? Warum ist deine Dienstleistung, warum ist dein Produkt den Preis wert? Ja? Und dann, wie gesagt, fällt es dir leichter, mit Einwänden umzugehen. Und die Einwandbehandlung an sich, da würde ich immer empfehlen, Geschichten zu nutzen. Ja? Das ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung heraus die einfachste und beste Möglichkeit, nicht nur den Einwand zu teuer, sondern jede Art von Einwänden oder auf jede Art von Einwänden ja, zu reagieren. Ne? Wichtig ist, die Geschichten, die du da erzählst, die sollten dann natürlich wahr sein. Ja? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Mal angenommen, der Herr Meier sagt zu dir, ja, aber das ist zu teuer, da liegen mir bessere Angebote vor. Ja? Dann könntest du wie folgt reagieren: Herr Meier, ich kann verstehen, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als wäre mein Angebot im Vergleich zu anderen Angeboten teuer. Ja, ich habe einen Kunden, den Herrn Müller, ja, der hat es damals ebenfalls so gesehen. Ja, der war Besitzer von einem Fitnessstudio und als ich ihm, wie gesagt, mein Angebot unterbreitet habe, dann kam der bestehende Grundversorger um die Ecke und hat ihm tatsächlich ein auf den ersten Blick besseres Angebot unterbreitet. Ja, mein Kunde hat es damals auch angenommen und nach einigen Monaten ist dann eine saftige Preiserhöhung ins Haus geflattert. Kunde war natürlich sauer. Wollte von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, leider aufgrund von einem finanziellen Engpass und demzufolge schlechter Bonität konnte er nicht wechseln. So, jetzt ist er mehr oder weniger in der Falle gesessen, ja, hat mehr bezahlt, als er eigentlich zahlen müsste, hat unterm Strich nichts gespart,
sondern hat draufgezahlt, konnte nicht wechseln. Wie Sie sehen, Herr Meier, Herr Müller, der Preis ist eben nicht alles. Deshalb ist mir viel wichtiger zu erfahren, was außer dem Preis ist Ihnen ansonsten noch wichtig. So, und dann kann ich im Prinzip an dieser Stelle wieder einsteigen und über die Punkte sprechen, die dem Kunden sonst noch wichtig sind und kann da ganz speziell die Vorteile meines Angebots diesbezüglich hervorheben. Ja? Und deshalb ein Tipp an dieser Stelle, sammle einfach wahre Geschichten, nutze diese zur Einwandbehandlung. Du musst die Geschichten im Übrigen gar nicht selbst erlebt haben. Es reicht völlig aus, wenn du wahre Geschichten von Kollegen kennst. Ja? Deshalb besuch unsere Meetings, unsere Trainings, ja? Weil dort hörst du immer wieder auch Erfahrungsberichte und Geschichten anderer und die kannst du dann für dich notieren und kannst sie dann zu gegebener Zeit einsetzen. Ja? Eine weitere Möglichkeit, wie du an Geschichten kommst, ist zum Beispiel, wenn du ein Buch liest, wo eine Geschichte drin vorkommt, die dich inspiriert hat oder die eben halt zu dem Thema passt, ja, dann kannst du die ebenfalls verwenden. Ja? Gerade wenn zu dem Thema, ich mache jetzt mal zum Beispiel zu teuer, ja, zum Thema Preis, ja. Da habe ich eine super Geschichte vor vielen, vielen Jahren gelesen, die ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, die man zu dem Thema zum Beispiel auch nutzen kann. Die ist von Brian Tracy aus dem Buch Das Maximum-Prinzip. Und darin erzählt er halt sinngemäß die Geschichte von einem Experten, von einem Berater, der zu einem Notfall gerufen wird. Und die musst dir vorstellen, die ganze Produktion von einem Unternehmen steht still. Jede Minute kostet dem Unternehmen ein kleines Vermögen. Ja, die hauseigenen Mitarbeiter, Techniker suchen verzweifelt nach dem Fehler. Keiner von ihnen kann den Fehler finden. Und der letzte Ausweg ist letztlich, einen Experten auf diesem Gebiet zu rufen. Der Experte kommt, schaut sich die Anlage an, geht 2 Tage lang alles durch, macht Berechnungen, macht Notizen, schaut sich die Maschine an. Ja? Am Ende des 2. Tages steigt er dann im Prinzip so auf eine Leiter, macht an einem Messgerät mit einem Filzstift ein X, ja? Sagt den Technikern vor Ort, dass sie das Gerät austauschen müssen, dann läuft alles wieder. Ja? Die Techniker machen das natürlich sofort und siehe da, alles läuft reibungslos. Ein paar Tage später flattert dann die Rechnung bei der Firma ins Haus. Rechnungsbetrag 20.000 Euro für die erbrachte Dienstleistung. Der Chef vom Unternehmen ist über die Höhe der Rechnung so ein Stückchen verblüfft, ja, und kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der einfach 2 Tage lang um die Maschine gelaufen ist, dann ein X auf ein Gerät gemacht hat, ja, dass das so teuer ist, ja. Und dann daraufhin hat halt der Chef den Berater gebeten, die Rechnung nochmal genauer aufzuschlüsseln, was denn so teuer an diesem oder was denn den Betrag im Einzelnen ausmacht. Und dann kommt eine korrigierte Rechnung, ein paar Tage später wieder ins Haus der Firma und die sah dann wie folgt aus. Position 1, X auf Messgerät anzeichnen, 1 Euro. Ja. Position 2, wissen, wo das X zu setzen ist, 19.999 Euro. Ja. Und du siehst, es kommt immer auf die Betrachtungsweise an, wenn es um das Thema Preis geht. Und wer hinter seiner Dienstleistung steht, wer hinter seinem Know-how steht, wer weiß, was er kann, wer weiß, welchen Mehrwert er bietet, ja, der kann gelassen mit Einwänden umgehen. Und der englische Sozialreformer John Ruskin hat mal zum Thema Preis sich ein paar Gedanken gemacht und er hatte auch zum Preis dann ein tolles Zitat, ja, das nennt sich das Gesetz der Wirtschaft. Ich lese dir es gerade mal kurz vor. Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn sie zu viel bezahlen, verlieren sie etwas Geld, das ist alles. Wenn sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren sie manchmal alles, weil der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Ich finde, es ist ein grandioser Satz. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Kleine Anmerkung von mir. Wer seine Dienstleistung ständig zu günstig anbietet, der wird auf Dauer irgendwann nicht mehr da sein, weil das Unternehmen so nicht funktionieren kann. Ja?
Weiter im Zitat. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. John Ruskin lebte von 1819 bis 1900, wie ich finde, ein toller Gedanke zum Thema Preis. Ja? Und ich hoffe wie immer, ja, dass auch die heutige Episode ja, dich da ein bisschen inspirieren konnte, dir ein paar Tipps mitgeben konnte, zum Nachdenken anregen konnte. Was mich jetzt an der Stelle stark interessiert ist, wie gehst du mit Einwänden um? Ja, wie behandelst du Einwände? Welche Techniken nutzt du? Letzten Endes, ja, was brauchst du, um im Network Marketing erfolgreich zu sein? Du hast die richtige Firma im Rücken, eine konkrete Anleitung, die dir zeigt, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Ein Mentor, der dir bei Problemen die richtigen Tipps geben kann, der das Ganze für dich richtig einordnen kann. Du brauchst Mut, Ausdauer, das Gelernte umzusetzen und dann absoluten Fokus, die Bereitschaft, dich von nichts, niemandem aufhalten und ablenken zu lassen, bis du dein Ziel erreicht hast. Und wenn du Lust auf ein gut funktionierendes System hast, ein Unternehmen, welches nachweislich funktioniert, dann findest du unterhalb dieser Episode alle weiteren Informationen dazu. Wie gesagt, mich würde jetzt interessieren, wie gehst du mit Einwänden um? Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich und ich freue mich, wenn wir uns ja in der nächsten Episode dann auch wieder sehen, wieder hören. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und ich hoffe, ja, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Das ganz Entscheidende ist, wenn es um das Thema Einwandbehandlung geht, aber insgesamt um deinen Erfolg, ist es wichtig, dass du an dich glaubst, dass du an deine Produkte glaubst, dass du an deine Dienstleistung glaubst, ja, dass du es glaubst, dass du den Preis auch wert bist, ja. Und wenn du diesen unerschütterlichen Glauben hast, dann wirst du auf Dauer dann auch Erfolg haben. Es geht häufig viel, viel mehr um Sein als um das Tun. Ja. Leitfäden, Skripte, Checklisten, das findest du im Internet zuhauf. Ja. Und wahrscheinlich hat auch dein Unternehmen ja, dir die notwendigen Tools da schon zur Verfügung gestellt. Deshalb werde die Person, der andere Menschen vertrauen. Ja. Werde die Person, ja, wo man sagt, ja, da möchte ich Kunde werden. Und ja, dann hoffe ich natürlich wie immer, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Wenn du kein Video verpassen möchtest, unterhalb des Videos findest du dann den Abonnieren-Button. Einfach draufklicken und dann wirst du auch keine weiteren Videos hier verpassen. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.